Oder was? Wir sind da. Alter, mach nicht.
Wir sind endlich am Fluss unserer Träume angekommen. Wir sind im Paradies. Mittlerweile ist das Boot geslippt. Hannes und Eddie sind da. Motor ist angesprungen. Auto steht sicher. Köderfische sind fit. Und wir haben 2 Wochen Zeit. Das heißt, es sollte erfolgreich sein, unser Ausflug hier an die kleine Rhone. Also ich würde sagen, wir laden jetzt mal gleich das Boot. Jawohl. Dann suchen wir uns einen schönen Platz. Gut. Laden aus, sauen uns in mit Schlamm und fangen einen dicken Fisch. Gut. Oder umgekehrt, ist egal, aber ich hätte schon gerne einen dicken Fisch. Guter Plan. Eddie denkt, das denke ich mal hoch. Ja, jo, der denkt das auch. So, wir haben uns, wie man sieht, auf minimalste Deckel beschränkt. Richtig. Ist halt wichtig, sonst bleibt man total, ist man total unflexibel. Das lernt man aber erst im Laufe der Zeit, gell? Ja. Man muss den Deckel immer nur mal optimieren, weil das wird auch dann zu kostspielig. Weil ein normaler PKW reicht dann schon nicht mehr, dann brauchen wir schon einen LKW. Und deswegen haben wir jetzt endlich gesagt, muss was anderes her. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel mitholen, weil das rechnet sich einfach nicht. Du hast einfach gar keinen Nutzen davon. Man muss dann einfach auch mal auf was verzichten können, gell? Ja, auf jeden Fall. Ja. Man muss auch mal Nein sagen können. Ja, richtig. Ich meine, man muss nicht alles zigfach dabei haben. Zum Beispiel 2 Echolote, falls es kaputt geht. Oder 2 Außenborder, falls man einer kaputt geht. Muss man nicht. Und vor allen Dingen braucht man auch gar nicht so viel Fiederfutter. Nee, im Prinzip braucht man kein Fiederfutter. Ich würde sagen, also wirklich, ist gerade so für die ersten paar Tage reicht. Und dann langt das auch schon. Weil dann sollte man normalen Köderfischvorrat gefangen haben. Und das muss dann reichen. Richtig. Man muss dann halt auch ein bisschen haushalten mit seinen Köderfischen. Ne? Jo, ansonsten. Ja, ist eigentlich nicht zu sagen. Nö, ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. Ja, ich denke auch, dass also viel weniger hätten wir mitnehmen können. Da wäre der Bus auch so leer gewesen. Ja, und das ist ein scheiß Gefühl. Dann denkst du nämlich immer, da hast du was vergessen. Richtig. Aber jetzt definitiv nicht. Nee. Nö, das denke ich auch nicht. Wir haben ja eigentlich alles Wichtige doppelt dabei, gell, Hans? Ja, so können wir es sagen, wenn nicht dreifach. Aber ist halt doch scheiße. Wenn du weg bist, dann bist du weg. Und dann ist das, was du vergessen hast, daheim und nicht am Wasser. Und das ist kacke. Und da bringt es einem in dem Moment nichts, gell, wenn es daheim ist. Nee, bringt mir nichts, wenn ich weiß, wo daheim liegt, wenn ich dann Wasser brauche. Richtig. Und nicht 800 Kilometer von dem Platz drinnen, wo es liegt. Aber wie gesagt, das lernt man erst im Laufe der Zeit, ja, gell? Das muss jeder für sich den Weg gehen. Das unterscheidet den Spatz von der Taube. So, das gehört auch zum Wallerangeln. Ist jetzt die Dämmerungszeit, immer noch der erste Tag. Und hier ist alles voller Mücken. Überall sind die Jungs. Und hier vorne im Boot sitzt der Eddie. Hannes, geh mal ein Stück zur Seite. Da ist der Eddie. Und der Eddie fängt Fliegen. Beziehungsweise er versucht, die zu fangen. Ob er sie wirklich fängt, weiß man nicht. Jetzt können wir eine bekommen haben. Übel.
Start, am Start. Komm noch einer, komm. Merkst du schon was? Nein, noch nicht. Man merkt immer, er stand wird, wenn der Bauch dick und rot wird. Mhm. Jetzt habe ich aber auch hier am Handrücken noch. Ich drehe das mal ganz langsam. Oh, vorne noch, am Finger auch eine. Ja, am kleinen Finger her, nicht auch noch eine. Und da setzt sich noch eine hin. Also man merkt schon, wir sind hier sehr beliebt. Wir haben hier scheinbar die richtige Stelle ausgesucht. Wir haben Bisse ohne Ende. Also Mückenbisse. Mückenbisse. Aber wenigstens etwas. Jetzt hat sich hier noch eine dazu gesellt. Bei mir ist auch alles voll hier. Ist aber jetzt hier. Die muss ich filmen, die ist dick. Ja, die habe ich doch drauf. Die muss auch rot sind. Kann man auch bestimmt schon. Oh, und am Finger sitzt auch wieder eine. Boah, jetzt haben die aber nur eine weggetrickt. Boah, voll blutig. Hannes, hast du irgendwie einen Lockstoff eingesetzt heute Abend oder was? Bier. Gibt's auch gar nicht. Guck mal. Komm jetzt Tiefflieger. So, die erste Morgendämmerung in unserem Trip. Sven ist gerade wieder einer eingestiegen, auf der gleichen Route, wie schon heute Nacht jemand Fisch eingestiegen ist. Stellt sich diesmal auch nicht ganz so amateurhaft an, die Kleine. Schauen wir mal. Angerwahl gucken. Das ist der Fisch, gell? Ja. Machen wir. Den anderen Fisch schon mal hoch, wenn es hin muss. Lass den da rüber. Lass den da rüber. Ja, hier ist Platz genug. Sven, ich glaube. Ich wollte gerade sagen. Oh ja. Maß ich. Schön. Also es gibt wesentlich schlimmere Montagmorgen, würde ich sagen, oder? Alter! Der Bub hat Hunger. Hunger, Gas. Rechter Fuß. Ja. Thank you.
Boah. Herr Kollege. Ich habe durchaus schon Fische gehabt, die weniger gekämpft haben. Hallo, Sven et moi, avec les copains de Camargue. Un bon matin. Avec des olives et pepperoni, c'est vrai? Piment. Oh, pfefferonen. C'est pour Sison. Le reportage. Le reportage, oui. Et le pastis. Le pastis. Très important. Le pastis. Mais, le pastis. Mais le soleil. Le soleil, c'est de. Le très pastis. Les pastis. Le Eddy, le chien. Le chien le salami. Très bon. Et l'amitié. L'amitié. Voilà. Le plus important. Jetzt unseren zweiten Platz gefunden. Standplatz, schöne tiefe Rinne mit Rückwasser. Wir versuchen heute Abend diese Rückwasser zu befischen, wollen unsere Köderfische flach anbieten. Ja, damit wir diesen Platz befischen können, müssen wir uns ein bisschen hier mit dieser Sandbank Schlammbank arrangieren. Ist nicht ganz so einfach. Weil man kommt da nicht so gut vorwärts. Wird beim Biss auch wahrscheinlich sehr zeitintensiv, bis man von der Liege so gut kommt. Deswegen haben wir uns dann einfach beim Eddy abgeguckt. Nämlich, wenn man das auf allen Vieren macht, dann geht das wesentlich besser. Ja. Ich denke mal, dass wir das einfach so machen müssen. Und dann können wir mal früh vielleicht hier eine dicke Saufotografie schnappen. Wenn das so ist, melden wir uns wieder. Es gibt einfach nichts Geileres, als an der Petit Rhône zu sitzen, mit den Ruten komplett super abgespannt, im Sonnenuntergang, nach einem schönen lauen Tag, sich auf die Nacht zu freuen, mit dem Gefühl, dass jeden Moment die Urmama der Welse einsteigen kann. Morgenstimmung an der Petit Rhône. Gerade einen Fehlbiss gehabt, am Sven auf der Route. Vom Abdruck her, der im Köderfisch hinterblieben ist, kann man davon ausgehen, dass ein ziemlich kleiner Fisch war, den Köderfisch einfach nicht gepackt hat. Hat schon ein zweiter, der die Nacht gekommen ist, auf so einen kleinen Öff. Also, ihr wisst schon, wie ich mein. Oh, der zweite Fisch für die Nacht damit gehangen hat. Oh, wieder ein kleiner. Wie immer, man verliert immer nur kleine.
Und ja, ich denke mal, das ist jetzt so 6:30. Sonne geht gerade auf. Jetzt hängt man wieder an. Ich denke, 2-3 Stunden würden wir wohl hier noch fischen. Und eventuell geht ja bis dahin noch was. Morgen. Tja, Urlaub ist. Freundin ist daheim. Ist immer ganz praktisch, wenn man einen Hund dabei hat. Ein Hund ist einfach ein ständiger Begleiter. Dem machen Mückenstiche nichts aus, dem macht Schlamm nichts aus. Und ist auch immer sehr zutraulich. Oder wie würdest du denn nennen, Sven? Zutraulich? Ich sag zu dem Thema nichts. Das ist nichts? Nee, gar nichts. Willst du dich doch nichts verwickeln oder was? Richtig. Jo, wir haben die Nacht geblenkt, erfolgreich, also wir haben wirklich konsequent durchgeschlafen, da war gar kein Chance. Ich habe mich genau einmal gedreht. Gedreht habe ich mich öfter, aber es hat trotzdem nichts gebissen. Ja, Lothar Matthäus wird jetzt sagen, wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken und das versuchen wir jetzt auch so durchzuziehen. Wir laden jetzt gleich das Boot. Fahren zurück. Und hoffen auf ein Pastis. Hoffen auf ein Pastis von unserem französischen Freund. Laden dann noch ein paar Sachen zu, die man noch im Camp liegen haben. Suchen einen neuen Platz, den wir jetzt im Auge haben für heute Abend. Von dem wir uns sehr viel versprechen, weil wir dort auch unsere Köderfische fangen. Und dann schauen wir mal, ob wir heute Abend noch ein Biss bekommen. Dritter Tag. Wir sind auf Platzsuche. 5 Meter. 60, 7 Meter. Ganz dicht am Ufer, 10 Meter, guck mal. Brutal. Sehr gut. So, die
vierte Nacht ist vorbei. Haben einen Fisch gefangen, maßigen, 1,80 Meter, 1,81 Meter sogar. Der Fisch hat einen schönen Kampf geboten, war leider außen gehakt. Das hat dem Triller aber gar nicht geschadet, im Gegenteil. Wir waren eigentlich davon überzeugt, wir hätten jetzt schon die Ursau dran. Hat sich dann anders ergeben. Haben jetzt gerade den Fisch fotografiert und released. Ich bleibe jetzt noch hier ein bisschen sitzen, weil es im Wasser ehrlich gesagt im Moment wärmer ist als draußen. Hab jetzt auch ein Bier. Ich denke, das ist eine ganz gute Grundlage, um heute Abend wieder erfolgreich die Routen rauszulegen und vielleicht dann heute Abend die richtig dicke Ruhe mal zu haken. Saturday, I love you like gold. Not like the Monday, you'll pass like a ghost. The fire, kill you like a marvelous child. I saw you a Sunday. Es ist jetzt Tag 6 unserer Petit Rhône-Expedition 2011 im Frühjahr. Wir haben jetzt haben wir 6 Nächte gefischt, ja, gell? 2, ich glaube. Ja. Ne, 5 Nächte haben wir gefischt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Nacht wieder 2 kleine Fische gefangen. Die waren so um den Meter. Und es ist natürlich nicht das, was wir uns hier von dem Platz versprochen haben. Und nach einer kurzen Besprechung heute Morgen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, was komplett anderes zu machen. Wir werden jetzt umziehen, hier komplett aus dem Salzwasserbereich rausgehen. Wir fahren flussaufwärts in eine tiefe Außenkurve und hoffen, dass wir da am Standplatz einen großen Fisch fangen können. Das heißt, wir wollen versuchen, tief zu fischen, große Köderfische direkt am Standplatz anzubieten. Und nachdem wir jetzt die ganze Zeit immer flach im Uferbereich geangelt haben, hoffen wir, dass das vielleicht das Mittel zum Erfolg sein könnte. Aber ihr werdet es ja erfahren. Und jetzt könnt ihr uns ein bisschen beim Einpacken zugucken.
Und Hannes, wie geht's? Sau gut. Ja? Nur so danach? Kann dir nicht schlecht gehen, oder? Nee. Oder Hammer. In the morning. I can't get no sleep. So, fünfte oder sechste Nacht, keine Ahnung. Ich wäre jetzt nämlich gerade einen Fisch eingestiegen, nach einem brutalen Wetter am Schuh beim Sven. Einen richtig dicken Karpfen. Jetzt warten wir mal, was da auf uns zukommt. Lassen jetzt in die Schraube gehen. Ich finde, der läuft richtig geil. Ich weiß nicht, wie groß der da ist. Kopf ja, Monster. Fisch von die Nacht. Haben wir jetzt gerade abgelichtet. Sven, was denkst du? Na ja, der ist groß. Groß und schwer. Ja, ganz schöner Fisch. Vorhin hat man selten. Ganz schöner smaragdgrüner Kopf. Riesengroße Brustflossen. Ja, eine kleine Verletzung. Im Saum, fett bis hinten hin. Also wirklich ein ganz prima Waller aus der Petit. Ja. Und ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach schwimmen.
Dankeschön. Tschüss. Wenn man seine Schuhe trocknet, über dem Gaskocher, dann sollte man immer darauf achten, dass man sie nicht zu dicht an die Flammen hält, damit die Laschen, wo die Schnürsenkel nicht durch sollen, nicht so abkokeln wie hier. Weil dann kann man die Schuhe danach auch noch anziehen. Wenn ich nämlich jetzt zum Beispiel hier die Schnur auf Spannung bringe, dann könnte es sein, dass sie gleich reißt. Aber das passiert mir nicht jetzt, wo ich noch das ändern könnte, sondern erst gleich, wenn ich dann muss, nochmal komplett alles neu machen. Schnicke dich, schnacke dich, schnicke dich. Gar kein Boot. Hannes ist heute schlecht drauf. Hannes, wie heißt unser Tagesmotto? Ficken! So, der Hannes hat gerade einen wunderbaren rohen Wildkarpfen gefangen. Grandioser Drill vom Boot. Und weil uns der Fisch so gigantisch groß erscheint, haben wir uns jetzt dazu entschieden, den mal zu wiegen. Und? Genau 20 Pfund, würde ich sagen. Also 10 Kilo. Köderfisch und Taugen. 10 Kilo. Warte. Traumhaft schöner Fisch. Oh, run! Mate, bring the landing net! What do you think, friend? Perfect day. Perfect day? Yes. Yes. Yeah. You won to the tree. Oh, oh, yeah. Oh, what a bass! Oh! Here's the landing net. It's a small landing net. It's a too small landing net. It's the bait catcher landing net. Oh, 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 it's fighting hard. Oh, nice fish, friend. Yes. Oh, yes. Big one.
Dämmerungsbiss bei Sven. Das? Ist mir dein Ernst, oder? Das ist ja der Hammer. Heute mache ich mal was Ausgefallenes. Was denn? Spaghetti. Oh! Ja, aus der Tüte. Geil. Aber heute gehen wir mal richtig quer. Heute machen wir erstmal Pasta mit Sahnesoße und dann noch Tomatensauce. Das kombinieren wir. Das ist der Hammer.
Wir sind auf einer Sandbank, der sogenannten Oberkurve, ganz legendärer Platz. Und durch das extreme Niedrigwasser ist die Sandbank wunderbar freigespült. Das heißt, wir haben eine Menge Platz und können hier wirklich voll aus dem Vollen schöpfen. Wir haben noch die Köderfische schon auf die Ausleger angebracht und flussaufwärts haben wir noch einen Boot installiert. Die es uns auch ermöglichen, tagsüber Fische anzugehen. Dann haben wir noch vier Stück ans andere Ufer angespannt. Jetzt fragt sich bestimmt der Beobachter, wo ist bloß der Eddy? Wenn man genau hinschaut, sieht man ihn da unter dem Schirm im Schatten bei seiner Lieblingsbeschäftigung beim Nixmachen. Er ist ein bisschen müde von der Nix-Tourei. Ja. Und? Das gehört zu den Wallerfischen an der Petitron. Wir sitzen jetzt gerade mitten in einem Gewitterausläufer. Haben es gerade noch so geschafft, unsere Ruten abzuspannen. Und der Himmel verheißt nichts Gutes. Also da hinten raus, rechts um die Ecke, ist es verdammt dunkel. Jetzt sitzen wir hier unter unserem kleinen Schirm. Da ist er. Das andere haben wir abgedeckt mit der Wallerplane. Da ist der Hannes, da ist der Edo, Boot, da ist das Boot, das kleine Boot, ja, und wir sitzen hier und warten auf den Biss. Köderfische sind alle soweit guter Dinge und ja, werden wir mal gucken, was passiert. So, Hannes ist am Drillen, hat gar nicht lange gedauert auf großen Karpfen. Kam ein knüppelharter Biss. Wir gehen davon aus, dass es ein guter Fisch ist.
unterwegs. So, da kommt die Bose. Warte. Oh, die ist schon runter. Geil. Kannst du selbst landen? Eddie, ab! Den kannst du beachen. Eddie, ab. Eddie, ab. Jetzt der Hannes wieder bei der Morgendrillung. Ist jetzt ungefähr 6 Uhr. Brachialer Biss auf die abgespannte Rute auf dem großen Karpfen. Der Fisch ist voll in die Rute reingelaufen. Reißleine war durch und er hängt. Ja. Das ist der dritte Fisch für Hannes in der Nacht. Das ist ja quasi ein Hattrick. Und was meinst du? Ich glaube, der ist größer. Besserer Fisch, Hannes. Der passt schon. Ein Meter 40. Ich glaube, jetzt hast du da 2 Meter Fisch. Bin mir ziemlich sicher. Wird ja auch mal Zeit. Das ist ein richtig dicker.
Der ist gut. Ich mache jetzt gleich mal die Kamera aus, gell? Geile Fahrt, Alter. Essen, Getränke, Denkstick, drei U-Posen und ich glaube sogar Steine. Und Cola, damit wir den Vin Rouge trinken können. Vin Rouge. Und? Alles gut. Sehr gut. Campingplatz ist wie leer gefegt. Keiner da. Ganz wenig. Franzosen sind alle weg. Ja. Und bitte Bootsanlegeplatz aussuchen. Okay. Und ich hab dir was mitgebracht. Jawohl. Jawohl. So. Sven hat eben beim Köderfischfang zugeschlagen, hat natürlich nochmal voll über die Stränge geschlagen. Kann den Fisch jetzt hier rein. Hier so. Ja. Kann den Fisch absolut nicht mehr gebrauchen zum Köderfisch. Geht nicht. Geht nicht. Deswegen machen wir jetzt hier ein paar schöne Fotos und dann darf er wieder schwimmen. Kamera sah, die schwenkt zu schnell. Aber jetzt habe ich nicht mehr geschwenkt. Das ist ein Saarländer, bei dir geht es immer nur ums Schwenken. Ei, jo. Richtig? Sicher. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mit meinem kleinen Körper den Fisch so hochgehoben kriege, dass es liegt. Ja, über den Kopf. Wie macht der Gölser das mit Wiegen? Weiß man nicht, gell? Nee. Kauft sich kleinen Wiegesäck. Oh. 150 Kilo. So, jetzt ist er auf Null. So, noch mal gucken. Wie viel Kilo hat er? Ich würde sagen, 13. Ja, das ist nicht sehr voll. 13? 13 Kilo. 13 Kilo, 26 Pfund, Sven. Okay. Respekt. Rohen Karpfen, ja, ein bisschen alter Karpfenzocker. Schon immer. Schon früher schon gewesen. Seit dem Krieg ungefähr hat das angefangen. Dann hat sich die Beulifischerei erfunden. Ich hab die erfunden. Ja. Vom Wallerkalle. Aber der hat sowieso generell alles erfunden. Da. Waage weg. Waage weg. Dann nehmen wir den Fisch mal raus. Dann machen wir ein Foto. Jawohl. Foto. Die
Die Sonne zieht an mir vorbei, obwohl sie eigentlich steht, während die Welt an ihr vorbei so langsam untergeht. Und wenn es dann dämmert und die Nacht erwacht, beginnt ein Untergang, der jedem Tag das Leben nimmt. Was diese Welt am Tag verneint, lädt sie des Nachts ein. Und einer ihrer Schatten wird von mir gemacht sein. Dunkle Seiten seiner Seele bietet jeder zum Tausch. Unter Menschen, die sich suchen und nichts finden als Rausch, die nach mir greifen und mitunter kriegen sie mich zu fassen. Ziehen mich runter in einen Bunker voller dunkler Grimassen. Hier kann ich Grenzen überwindend meine Seele verwetten oder einen Engel finden und mich retten. Du bist nicht allein, ich bin immer hier. Du bist nicht allein. Weil wir in den letzten Tagen ein paar Probleme hatten mit Kanufahrern und anderen Wassersportlern, die einfach unsere Bojen und anderen angebundenen Routen nicht beachtet haben und uns fast immer die Montagen abgefahren haben, haben wir uns jetzt was einfallen lassen. Sieht jetzt ein bisschen nach Party aus. Wir haben jetzt eine Schnur abgelenkt, die werden wir jetzt zwischen unseren Bojen spannen. Haben an diese Schnur, damit man sie besser erkennt, Luftballons dran geknotet und versuchen halt so, Kanufahrer und die anderen rücksichtslosen Leute auf die richtige Spur zu bringen. Probieren wir das mal aus.
gets in my skin. Come away with the innocence and leave me with my sins. The air around me still feels like a cage. Love is just a camouflage for what resembles rage. So if you love me, let me go and run away before I know. My heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there. Deliver me into my fate. If I'm alone, I cannot hate. I don't deserve to have you. My smile was taken long ago. If I can change, I hope I never know. Wir sind dann wieder bei uns auf der Sandbank, Klaren-Silur Sandbank an der kleinen Rhone. Unser Angelplatz ist ein einziger Traum. Und wir haben uns jetzt gerade vorhin dazu entschieden, einmal etwas Ordnung zu machen. Und ich bin der Meinung, das ist uns ganz gut gelungen und deswegen möchte ich das auch hier mal zeigen. Da ist der Hannes noch in den letzten Zügen des Aufräumens und der uns nicht kennende Betrachter bzw. Zuschauer könnte der Meinung sein, dass es sich dabei um unseren Restbierbestand handelt. Aber das würde man eben nur denken, wenn man uns nicht kennt. Die Menschen, die uns kennen, wissen, dass wir gerade was die Sache mit Bier angeht, immer vorsorgen. So. Und beim Thema Bier kann ich direkt Hannes kleine Erfindung vorstellen. Ich bin ja Lehrer und bei uns im pädagogischen Bereich spricht man oft vom Waldsofa. Wir haben uns etwas viel Besseres angelegt, nämlich, ich gehe gerade mal hin, ein Wasserkühlschrank. So, der Wasserkühlschrank funktioniert folgendermaßen. Wir haben uns gekauft eine Kiste Bier. Kann man optional jede Sorte nehmen, das ist vollkommen egal. Dann hat Hannes den in ganz akribischer Feinarbeit in den kühlen Rhone-Schlamm eingegraben. Ganz wichtig, er hat die Kisten geöffnet, damit sich vorher angestaute Wärme entweichen kann. Und dann hat er ihn mit einem sehr feuchten Karpfensack abgedeckt. So, und das hat halt den Vorteil, die Flaschen sind ja alle zu. Das heißt, es kommt kein bisschen Rhone-Wasser in eine Flasche hinein. Und so kann man trotz warmen Temperaturen auf der Sandbank immer kühles Bier genießen. So. Dann können wir vielleicht noch zeigen unsere Waschabteilung. Hier haben wir unsere halbwegs trockene und vielleicht noch ein bisschen saubere Wäsche einfach aufgehängt zum Trocknen. Sieht man auch wunderbar. Jawohl. Rechts daneben der Mülleimer. So, und wenn man jetzt weiter nach links schwenkt, kommen wir zu unserer Köderfischstation. Hier findet man alles, was man zum Köderfischangeln braucht. Genügend Futter, ganz professionell aufgestellte Karpfenruten. Wichtig ist dabei, dass man auf keinen Fall zwei gleiche verwendet, sondern unterschiedliche. Und das Rodpod, die Buzzerbars, dürfen nicht in der Waage stehen. Sie müssen etwas schief sein. Wir haben gemerkt, dass man wesentlich mehr Bisse bekommt, wenn das Teil mehr oder weniger krumm und schepp ist. Stimmt's, Hannes? Jawohl, und was auch ganz wichtig ist, Zwinger dürfen gar nicht verwendet werden. Aha, also ganz wichtiges Thema noch, ganz wichtiger Punkt bezüglich Karpfenangeln, niemals Zwinger verwenden. So, und jetzt hätte ich es ja fast vergessen,
Man merkt wirklich, die zwei Wochen Outdoor merkt man uns an. Mittlerweile haben wir schon richtig was drauf, was Erfindungen angeht. Gerade der Hannes gibt sich da immer ganz viel Mühe. Und hier hat er unseren, wie nennen wir den Hannes, den Grill? Schwenker. Schwenker. Gut, okay. Hier hat er den Schwenker einfach in den Sand eingebuddelt, weil es heute ziemlich windig war und er davon ausgeht, dass so weder die Glut noch die Würstchen dem Wind zum Opfer fallen. So, der einzige von unseren Expeditionsteilnehmern, der sich an unsere Toilette nicht hält, ist unser Edo. Er macht wieder, wie man das von ihm nicht anders kennt, was er will. Er kackt einfach auf die Sandbank. So, hier haben wir, der hat, muss ich auch noch erzählen, wir haben gemerkt, dass der Eddie sein Futter am liebsten frisst, wenn man ihm etwas Fiederfutter untermischt. Und das Ergebnis sehen wir hier. Alles voller Pellets. Die ganze Scheiße. Naja. So, jetzt nochmal der komplette Frontalblick auf unser Treiben hier. Oh, das passt jetzt natürlich auch noch wunderbar. Zu einem gut geführten Haushalt gehört natürlich auch immer sauberes Geschirr und Besteck, damit man sich keine Infektionskrankheiten holt und so weiter und so fort. Genau aus diesem Grund gibt es täglich mindestens, naja, sagen wir alle zwei Tage mindestens eine Spülung. Ganz akribisch macht der Hannes das, sieht man hier wunderbar. Ganz exzellent funktioniert das mit dem Schlamm, mit dem Sand. Dadurch lösen sich auch feinste Speisepartikel vom Teller ab. Man könnte sagen, der Teller ist sauber. Oder Hannes? Schon. Jo. So. Lange ersehnte Tagesbiss ist eingetroffen, ungefähr 18 Uhr. Auf eine ganz flach abgelegte Hufhose ist beim Hannes einer eingestiegen. Bruder! Ja, sieht gut aus. Na, zur Not reißt sie ab. Richtung Strömung. Baby, I've got
bounce right back. She says, you know, we'd all like to rearrange. Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer monatlichen Ausgabe des Clan am Wasser. Heute befinden wir uns in der Petiron und haben uns heute einem ganz anderen Zielfischmal gewidmet. Es geht auf Brassen, extrem Brassing mit Sven Dombach am Kanal. Und dazu wird er jetzt einige Instruktionen wiedergeben. Ja, die erste wichtige Information ist, es beißt überhaupt nicht. Es beißt schon mal gar nicht. Nee, wir haben jetzt schon 3 Tage hier gefüttert. Mit Partikel, Mais, Weizen, mit Mini-Pellets, mit großen Pellets, mit Imperial Baits, Boilies. Und es beißt und beißt und beißt nicht. Und wenn es mal beißt, dann sind die Fische so groß, wenn überhaupt. Scheiße. Ja. Es gibt ja einige Leute, die vermuten, dass es an meiner Montage liegt. Diese Leute möchten jetzt nicht ins Spiel gebracht werden. Okay. Man sagt, die beste Methode wäre einfach mit einer Wallerperle und 2 Wirbel, aber ich bezweifle das ja. Doch, doch. Das ist besser, klappt man. Das habe ich von einem Crack gelernt. Wie heißt der Crack? Verrate ich nicht. Wie heißt nochmal deiner vom Angelgeschäft? Ja, Klaus-Georg Bach. Klaus-Georg. Nee, von dem habe ich nicht, von dem habe ich ganz andere Kniffe. Mit Klaus auf Schandler. An der Schar. Twitch-Bait, kennst du die? Oh, jetzt Sven hat jetzt ein Biss hier. Ah, ich muss mich konzentrieren. Ich zoome mal gerade hier auf die Spitze. Warte. Und die Reaktion mal. Übrigens, die Musik, die man hört, die ist nicht durch irgendein so billiges Videoprogramm in den Film reingearbeitet worden. Und wo, ist komplett und, live. Und worauf ich auch sehr Wert lege, ist, dass wir hier nicht wie die Fußgängerzonen-DJs, die mit den Handys Musik machen. Wir haben schon eine richtige Anlage dabei. Also das ist wirklich, das sieht jetzt ganz einfach aus. Aber da ist ein Soundsystem dran, das haben wir auf der ganzen Sandbank hier verteilt. Man sieht es halt bloß nicht, weil wir wollten das halt nicht so, ja, wir wollten die Technik halt nicht so in den Vordergrund rücken. Aber das ist schon, da legen wir auch schon Wert drauf. Ne? Ist auch sehr wichtig. Für den Fangerfolg vor allen Dingen beim Fiedern. Sieht man ja auch, gell? Ja, sieht man. Läuft ja wie am Schnürchen. Also im Moment erfolgt überhaupt kein Biss. Ja. Nicht mal mehr ein feiner Biss. Gut, ich denke mal, vielleicht ein paar Ködertipps. Ja, paar Ködertipps. Ja, okay, also ich hol mal rein. Ja. In dem Zusammenhang hätten wir ja auch nochmal das andere spezielle Karpfenrick vorstellen können. Knittermontage. Ach so, ja, das können wir vielleicht später noch einbringen oder so. Also hier ist meine Montage. Ganz speziell, einfach Schlaufe in Schlaufe. Ja. Futterkorb, ja. Ja. Und hier ganz wichtig, ein Haken. Der Haken an der Sache, ja. Das ist der Haken an der Sache. Und ist auch immer sehr wichtig, dass der Haken komplett im Mehlwurm verschwindet, wie man richtig, hier sieht. Richtig. Sonst ist das einfach zu auffällig für den Jawohl. Fisch. Gell, Eddie? So. Ja. Du hast es ja schon erwähnt, für die Nichtwissenden, das ist ein Mehlwurm. Ein Mehlwurm. Klein und in groß, das ist die kleine Variante. Sind sehr gut geeignet für Trips in den Süden, weil sie absolut hitzeunempfindlich sind. Ja. Das Einzige, was man beachten muss, man muss sie in stabilen Dosen transportieren, ja. Weil eine normale Madendose haben die ruckzuck zerfressen, hat man sie überall im Auto oder im Boot. So, jetzt habe ich den Korb gefüllt zum Fiederfutter ganz kurz. Edo, komm mal her. Komm mal her. Mama sieht's. Also das Fiederfutter muss bröselig sein. Es soll so sein, dass es sich beim Auftreffen des Korbs nicht sofort auflöst, aber sobald der Korb am Boden angekommen ist, sollte es sich auflösen, damit die Fische sich daran nicht satt fressen. Ja, und das hier hat genau die richtige Konsistenz. Stimmt's, Eddie? Ja. Ist auch sehr wichtig, während dieser Köfi-Session immer wieder so eine kurze Pause einzulegen. Bleib. Nein. Oh. So, jetzt, die Grand Madame wird sagen, il est coup de bon.
Nee, gut vor. Oder Bier. Bier-Scher. Bier-Scher. So, hier. Scher. Mais. Mais ist auch... Das ist auch ganz wichtig, wenn man hier im Ausland ist, im Süden, dass man in jede Maisdose quasi so eine Diebstahlsicherung einbaut. Das geht ganz einfach. Man nimmt sich einfach einen spitzen Gegenstand, macht in die Mitte ein Loch, dann braucht man eine Zange und rollt die Dose quasi zu allen Seiten nach außen hinweg. Und wichtig ist auch für den Fangerfolg, was sehr im Vordergrund steht und sehr oft vernachlässigt wird, ist, dass man diese Maisdosen nicht wie der Laie von oben öffnet, ja, sondern immer schön von unten. Von unten, weil die Maiskörner sind richtig gut. Sind am besten. Ja. Ne? Ja. Die sind viel besser, wenn man die von unten oben verfüttert. Ja. Doch. Das ist also sehr grundlegend. Oh, hier fliegt gerade eine Made. Willst du das auch kurz filmen? Eine Made? Die kriecht aus dem Futterkorb. Da. Und das ist genau dieser Effekt. Ja. Das ist, so ist das gewünscht, so soll das unter Wasser passieren. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, bringen wir das Ganze doch einfach mal zu Wasser. Moment, ich brauche noch ein Maiskorn. So, das sieht gut aus. Ein Tipp, man könnte das ja jetzt einfach so mit der Spitze einheften. Hat den Nachteil, bei einem Biss wird es nur abgezogen. Der Fisch nimmt es nicht komplett ins Maul. Ich stecke die immer komplett auf den Haken drauf. Das geht so. So. Und so muss der Fisch, wenn er den Mais fressen will, auf jeden Fall den kompletten das Maiskorn ins Maul reinnehmen. So, und vorne auf die Spitze kommt wieder ein Mehlwurm. Ganz klassisch. Klassisch, den zieht man einfach komplett auch auf den Haken auf, möglichst, dass die Kamera Spitze frei ist. Nicht scharf, das ist scheiße. Moment, jetzt haben wir es. Ja. Sehr natürlich. So ist die Präsentation. Ist auch, wie gesagt, auch dann darauf zu achten, dass die richtige Kombination, dass das stimmt. Ja, jetzt zum Beispiel Mehlwürmer bewohnen ja sehr oft Maiskörner, also die wohnen ja oft in Maiskörnern. Ja. Und deswegen ist diese Präsentation sehr natürlich. Natürlich. Ne? Kennen die Fische auch. Ja. Weil hier in der Gegend sind noch überall Maisfelder am Ufer. Ja. So, ich würde sagen, werfen wir aus und gucken mal, ob ein Biss kommt. Alles klar. So, wichtig ist, nach dem Einwurf Rolle auflassen, bis das Futterkörbchen abgesunken ist, dann erst schließen. Weil wenn man das Futterkörbchen sofort schließt und das Wasser ist tiefer, dann hat es den Effekt, dass das Futterkörbchen beim Fallen durch den Druck der Schnur sich komplett entleert. Oh, da klingelt gerade die U-Pose. Klingelt eine U-Pose. So, dann schauen wir mal, ob der Sven einen Biss bekommt. Ja. Wichtig ist halt, dass man beim Bier immer konzentriert ist, sich nicht mit anderen Sachen beschäftigt. Bier trinken zum Beispiel gar nicht. Bier trinken geht überhaupt nicht. Musik sollte man auch generell ausschließen. Lenkt ab, lenkt nur ab. Hunde am Angelplatz sind auch sehr schädlich für die Aufmerksamkeit. Weil manche Bisse kündigen sich durch so ein feines Vibrieren in der Spitze an. Und das hört man einfach nicht, wenn die Musik zu laut ist. Genau, das muss man hören. Deswegen ist es doch sehr wichtig, dass man die richtige Auflage hat, dass er doch laut genug vibriert quasi im Rutenhalter. So, also wie man sieht, es beißt nach wie vor blenden. Oh. Ja, der Futterplatz ist jetzt noch nicht so, wie soll ich sagen, angenommen. Geht so. Ja. Ich meine, da sind die bestimmt, aber so beißen dann. Ja. Ist vielleicht auch auf so eine Montage zurückzuführen, die. Mit der Schlaufenmontage? Ja. Ist doch Käse. Verfängt. Ja, die verfängt sich. Nee, die verdreht sich dann noch irgendwann. Jetzt würde ich ja gerne mal hier einen Biss präsentieren mit Anhieb und Drill. Und Landung, aber. Drill und Landung, ja. Von einer karauschen Ursau aus Südfrankreich. Meistens beginnt dann jetzt so die Phase, wo man nicht mehr so ganz aufmerksam ist. Und dann kommt schon der Biss. Ja, man sieht zum Beispiel jetzt schon an dem Kopf nicken, dass er jetzt schon mehr der Musik. Was ich auch sehr empfehlen kann, damit ein Biss kommt, ist nach dem Bier greifen. Ist ja keins mehr da, guck, ist leer. Ja, das ist scheiße. Ja. Mensch, daran liegt es vielleicht. Geh mal stark davon aus. Müssen wir quasi nachrüsten.
kannst ja gleich beim nächsten Wurf nochmal draufhalten. Vielleicht geht ja noch ein bisschen. Gerade wenn du die jetzt ausgemacht hast, geht bestimmt einer ab. Dann sagen wir jetzt einfach, ich mach aus, aber ich lasse an, hä? Okay. Das ist ein guter Trick. Find ich bestimmt nicht mit. Immer noch kein Biss. Mhm. Oh, was war das? Jetzt könnte doch mal so ein klassischer Kindergartenbiss kommen, oder? Dass man das mal zeigen kann. Wo ist der Fisch? Und? Nix. Gar nichts. Also gar nichts. Komplett gar nichts. Aber das Futter haben sie geklaut, komplett. Ja, Futter ist einfach und hier, weg. Ganz ja wichtig. Nee, nix. Alles noch okay. Also du kannst ganz sicher davon ausgehen, dass sie deinen Köder nicht angefressen haben. Ja. Das ist ziemlich deprimierend eigentlich. Ja. Naja, warten wir mal ab. So, war gerade der erste Biss zu verzeichnen. Ja, das ach, war's wohl. Wieder, ja. Ich will in die Kamera schauen, die Fische. You to know when my time comes.
Chandler.